Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sheltered. Und ich sehe gerade, wir müssen hier mal ein bisschen sauber machen, nachdem das Regal hier angebracht wurde. Gibt es ein bisschen Schmutz. Und der gute Gregory, der wird sich hier gleich mal vorbereiten. Wenn seine Loyalität ordentlich gestiegen ist, dann kann er nämlich uns wertvoll sein. Eine Säge haben wir schon übrigens. Schalter finde ich gut. Schrotthaufen fände ich auch gut. Aber wir haben hier Metall. Die Bücher sind natürlich auch noch was Feines. Klebestreifen, Linse haben wir gesagt. Könnten wir mal gebrauchen. Und Schrotthaufen haben wir 5. Da verzichten wir mal drauf. Und hier Säge. Da ist sie. Haben wir schon. Ja? Okay. Gut. Wie gesagt, der Gregory wird hier schön seine Stärke trainieren. Damit er dann mal was Schönes benutzen kann. Zum Beispiel hier. Das wäre gut. Stärke 14. Ich meine, man kann das natürlich auch benutzen, wenn die Stärke nicht so hoch ist. Dann machen die halt nicht so viel Schaden. Funktioniert trotzdem. Aber wenn es halbwegs passt, haben wir ja gesehen, Freunde, dann hauen die ganz gut was weg. Was der Paul da mit seinem Schlagring schon für Schaden gemacht hat. Und auch der geschickt trainiert das auch, habe ich gerade gesehen. Und auch der Lumi, was der mit seinem Rohr schon für Schaden gemacht hat. So, wir können die Wolle einsammeln. Ein Wolle für was wollten wir denn das? Für irgendwas? Haben wir in der letzten Folge gesagt, dass wir vielleicht mit der einen Wolle uns noch eine Gasmaske machen. Stimmt. Dann haben wir 4. Was gar nicht so schlecht ist. Machen wir mal. Oh. Kleines Haus. Wir schleichen mal davon. Mal hier kein unnötiges Risiko eingehen. Er ist schon müde. Ist unglaublich. Na dann geh mal schlafen. 121 Stärke, 79 Geschick dazu bekommen. Sehr gut. Geschick bei 6, Stärke bei 9. Noch 2-3 Mal da dran, dann haben wir da schon. Ich will eigentlich, es ist immer, wenn die so übereinander sind, ist immer doof. Polizeidienststelle finde ich gut. Finde ich gut, weil wir da vielleicht noch ein bisschen Waffenmunition oder so finden. So, und er muss langsam aufhören. Aber vielleicht können wir ja die gute Sandra. Sandra Holiday müsste das sein, ne? Jawohl. Natürlich. Dann kann die hier weiter für Händler Funksprüche losgeben und sie kann noch ein bisschen trainieren. Sehr, sehr cool. Ah, prima. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. So in etwa zumindest. So ganz kann man sich das ja nicht vorstellen. Guck mal, hier 5. Da haben wir jetzt 9. Alles safe. Das ist gut. Aber auch gut zu wissen. Die 5 nehmen wir uns auch nochmal. Also komplettieren wir. Pistolenmunition, Magnesium und die Schlagringe haben wir im Besitz. Einer ist auf Expedition. Brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich meine, was sollten wir hier lassen, Freunde? Was sollten wir hier lassen? Das ist die Frage. Motor brauchen wir auch. Auch Kunststoff brauchen wir. Brechstange ist super. Weißt du, da haben wir eine, aber die Steine, 15 bis 20, ist auch besser als Schlagringe. Also die Schlagringe lassen wir auf jeden Fall hier. Was mich jetzt nur interessieren würde, wäre diese eine Pistolenmunition. Wobei wir, glaube ich, relativ günstig, wenn wir denn irgendwann mal, wir haben ja noch nicht mal eine Pistole gefunden. Wenn wir denn irgendwann die Munitionspresse haben, können wir ganz gut Pistolenmunition auch herstellen. Rotflinte ist ganz gut für eine Falle. Da würde ich die sogar fast verbraten. Und dann würde ich die Munition wirklich hier lassen. Auch die Linsen finde ich nicht schlecht. Auch das Spielzeug. Höchstens das Spielzeug.
das hier lassen, um für die eine Pistolenmunition. Weil in die Kiste kommen 10, die haben wir. Und sonst können wir mit Fleisch handeln. Oder mit Schallplatten. Aber auch mit Spielzeug. Können wir gut handeln. Jo, wir haben nicht mal eine Pistole, Freunde. Oh, das war auch eine schwierige Geburt. Meine Fresse. Dass der Lumi auch immer so lange nachdenken muss über alles. Wollte ich gerade dafür ein bisschen hier Speed machen. Kommt schon wieder ein Funkspruch rein. Und der Generator muss repariert werden. Vorher können wir aber den Boxsack reparieren. Ich weiß, wir müssen auch mal wieder ein bisschen putzen. Guck mal hier, Transistor. Brauchen wir nicht unbedingt. Die Eimer nehmen wir mit. Nagel. Platte. Glas. Nein. Samen. Nein. Transistor. Nein. Vielen Dank. Guck mal, ist aufgestiegen. Sehr, sehr gut. In was eigentlich? Die Stephanie. Weiß ich gar nicht. Geschick? Oder Stärke? Nee, in Stärke. Stimmt, da war sie bei 7. Und kurz vor der 8. So, er kann mal ein bisschen putzen hier. Komm mal her. Ja, du musst dir auch unsere Loyalität verdienen, mein Lieber. Gregory. Von daher ruhe ich mal ein bisschen putzen. Regen wäre mal wieder ganz nice. Stephanie hat erhöht Geschick. Darüber freue ich mich natürlich. Dass sie sich da zum Schlafen hinlegt, finde ich nicht so nice. Aber gut. Sharon will handeln. Natürlich sagen wir da ja. Oh, Schalter nehmen wir. Ich würde auch die Glühbirne nehmen und auch die Sicherung. Und den Sack Zement. Ja, warum nicht? Jetzt sind wir bei 20 und wir haben gesagt, wir hauen mal ruhig ein bisschen Fleisch raus und 3 Wasser. Ja, super Kombination. Damit kann sie doch noch eine Weile überleben. Und wir freuen uns auch. Wolle. Oh doch, Wolle. Wolle will ich haben. Wolle will ich haben. Wolle will ich haben. Bringt Metall. Sonst bräuchten wir es nicht unbedingt. Für eine Toilette haben wir es noch. Wir haben aber auch 4 Metall. Lieber die Eimer hier lassen. Was denn? Was macht er denn jetzt hier? Was trinken? Gut. Gregory, darfste. Der hat so ein bisschen Stress, hat er. Glaube ich. Naja. Und die Loyalität, weiß ich nicht. Ob die in einem angemessenen Tempo steigt. Aber vielleicht bin ich auch noch paranoid. Habe Angst, dass Gregory durchdreht. Aber ich glaube, dann können wir ihn des Bunkers verweisen. So, Cynthia. Nein, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Genau, du kommst alleine super klar da mit deinem Pistolenhalfter ohne Pistole. Kein Ding. Oh, da kommt was Schönes. Was sehr, sehr Schönes. Was uns vielleicht sogar... Vielleicht... 3 Leder bringt. 3 Leder wäre aber auch in Ordnung. Würde ich mich freuen. So, Paul, mein Freund. Nimm dir mal einen Anzug und dann gehen wir hier hoch. Einmal Luki Luki. Generator. Gefrierschrank. Die Gefrierschränke. Das machen wir mal schnell. Reparieren. Reparieren. Leute, ich freue mich natürlich wie immer über alle Kommentare und Hinweise. Kann leider aktuell nicht drauf reagieren, weil ihr wisst ja, Familie Holiday bedeutet, ich bin im Urlaub und krauche selber im Dschungel rum und versuche zu überleben. Von daher... Oh ja, 4 Leder, coole Sache. Sehr, sehr cool. Also der fortschrittliche Fallstrick ist
Ist fein. Von daher lese ich die Kommentare eventuell. Auch nicht so sicher. Ob es da Internet gibt, ich weiß es nicht. Freue mich natürlich drüber. Kann aber leider nicht, wie sonst üblich, alle paar Folgen zumindest drauf eingehen. Ist jetzt halt mal ein längeres Ding. Ohne. Sehr gut. Und der ist noch fit für eine Runde. Dann soll er doch mal loslegen. Ja, Stärke 10. So soll das sein, Gregory Gilbert. So, der Generator muss mal wieder nachgefüllt werden und auch repariert werden. Die Effizienz können wir leider nicht verbessern. Aber wir können, und das werden wir auch gleich machen, Freunde. Da machen wir nicht lange rum. Da wird hier nochmal ein großer Rucksack gebastelt. Den Rest brauchen wir. Weltventile und Holz. Für die Toilette? Für die Toilette brauchen wir nur Holz. Nur 10 Holz. Das wird doch wohl zu machen sein. Leute im Restaurant. Da werden wir mal davon schleichen. Das ist nicht so schlimm. Restaurant ist nicht so schlimm. Kein Problem. Als nächstes kommen noch die Tankstelle, ein Haus und dann sind wir auch bald zurück. Darüber freue ich mich. Aber es kann viel passieren in Sheldert, auch auf den letzten Metern noch. Das ist leider so. So, er legt sich direkt hier hin. Natürlich. Gut. Eine Möglichkeit, mehr Wasser zu haben, ist natürlich auch den Verbrauch zu senken. Und das wäre mit so einer Toilette natürlich eine ganz coole Geschichte. So einer effizienten Toilette und einer effizienten Dusche. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Ich hoffe, die wollen handeln. Aber eigentlich schon, wenn die zu zweit sind. Haben wir das schon mal erlebt, dass zwei Leute gleichzeitig hier klingeln und dann in den Bunker rein wollen? Ich glaube nicht. Ich habe viel Zeug. Oh, Wolle. Ja. Sicherung nehmen wir immer, Drähte auch. Und ich würde auch das Magnesium nehmen, Freunde. Einfach, weil wir es können und weil wir davon noch nichts haben. Und dafür würde ich auch ein bisschen Fleisch raushauen und vielleicht würde auch zwei Kuscheltiere mal raushauen. Ja. Bisschen Bauchschmerzen habe ich damit, hier das Wasser rauszuhauen, aber sonst finde ich es gut und wir haben ein bisschen Wolle dazu bekommen. Sehr cool. Wunderbar. Die Tankstelle gucken wir uns an. Hier ist eigentlich alles gut. Das sieht gut aus. Ja. Passt. Passt. Bin ich zufrieden. Fleisch haben wir auch ordentlich. Kein Problem. Leder. Leder finde ich gut, ehrlich gesagt. Eine Zange haben wir schon bei der Werkzeugbank integriert. Leder, Freunde. Wir haben nämlich kein Leder mehr. Wolle finde ich auch gut. Leder. Für was denn bloß? Fürs Kordit. Leder fürs Kordit. Ja. Oder für die zwei Schutzschalter. Machen wir das so. Zwei Schutzschalter. Ah, ist okay. So, wie viel Brennstoff haben wir denn? 33. Locker. Waren immer so um die 20, 25 war immer so ein ganz guter Wert. Also jetzt hier mit der Familie Holiday. Da können wir nicht meckern. Dorothea macht nochmal ein bisschen sauber und sie kann auch mal ein Buch lesen zwischendurch. Naja. Jetzt weißt du, wo die Leute hier ihre Sachen her haben. Vom Handeln. So, Paul hat erhöht Stärke. Das ist doch super. Tipptopp. Kann er gleich nochmal ran. Ich müde boxen. Und dann kann er schlafen gehen.
Leicht ist er mit Boxen fertig, bevor er mit Schlafen fertig ist. Dann geht er nämlich hier oben hin. Und es regnet tipptopp. Sie müsste mal auf Toilette. Das müsste den Stresslevel auch erhöhen. Deswegen sagen wir mal, geh auf Toilette. Das ist in Ordnung, kein Problem. Und dann könnte eigentlich die Stephanie... Wobei... Könnte auch die Dorothea. Ich finde die Dorothea... Und da kommt wieder Leder. Ich finde die Dorothea, die bleibt sowieso hier im Bunker. Die wird nicht rausgeschickt. Oder die kleine Dorothea, das könnte ich ja nicht verschmerzen, wenn der was unterwegs passieren würde. Und ich glaube auch, die gesamte Familie würde da einen schlimmen Schaden davon tragen. Das sieht ein bisschen gefährlich aus mit dem Bart. Der Frank, aber man kann sich auch täuschen. Genau. Ist nämlich ein ganz sympathischer Kerl. Der kriegt jetzt ein Seil von uns. Und wir geben ihm... Also wir wollen ein Seil und wir geben ihm... zwei Nägel. Oder... zwei Rohre nicht. Oder eine Batterie noch drauf. Oder eine Kordit... Nee. Eine Batterie. Oder wir lassen es einfach. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Seile wir stacken können. Ich glaube, mehr als 5. Das ist auch so ein 10er-Stack. Aber... Machen wir das mal so. Bringt uns Charisma. Und passt. Passt. Ventil. Juhu. Ein Ventil. Ventile sind immer cool. Zum Beispiel hier. Ah ne, da brauchen wir Gummi. Zum Beispiel hier. 14 Ventile für Dekontamination. Okay. So, du kannst noch mal ein bisschen trainieren, bitte. Sie geht bestimmt was trinken. Das soll sie auch machen. Das ist in Ordnung. Die Stephanie hat erhöht Intelligenz. Das ist auch gut. Soll sie mal noch weitermachen. Und die Mama Holiday, die zieht sich mal einen Anzug an und wird das Tier hier reinholen. Platz im Vorratsregal haben wir auch. Und auch hier ist noch Platz für... Fleisch. So, für den Verbrauch 0,5. Alles im grünen Bereich, kein Ding. Falle leeren. Und Gregory boxt sich müde, während es regnet und unsere Regenfässer mit Regen gefüllt werden. Find ich gut. Was macht sie jetzt? Nimmt sie sich Fleisch? Nein. Ich dachte vielleicht. 3 haben wir bekommen. Wir hatten letztes Mal 4, ne? Meine ich. Hatte mich ja selber gewundert, aber ich glaube, wir hatten 4 bekommen. Aber gut. Kein Ding, Freunde, kein Ding. Gregory hat erhöht Geschick und er kann sogar nochmal ran da. Sie kann nochmal ein bisschen was lesen. Dass wir da eine gute Kombination haben, ne? Mit Stephanie vielleicht, mit Charisma und Intelligenz und der gute Gregory als alter Hau drauf. So, Kaffee brauchen wir auch nicht. Drähte, Nylon. Geht alles nicht. Kein Ding, ich glaube, Drähte kriegen wir hier ein bisschen raus irgendwie. Und ist kein Problem. Ist kein Ding, Freunde, kein Ding. So, Anzug zurücklegen. Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Gummi fehlt. Haben wir aber, glaube ich, auch dabei. Fände ich jetzt nicht schlecht. Nochmal ein großes Regenfass. Wäre ich nicht dagegen. Wäre ich wirklich nicht dagegen. Kann man machen. Wo ist unser Doppelstockbett? Ja, nur mal ganz ruhig hier, 97.
Das ist okay, dann machen wir das so und so. Und jetzt wird's voll an der Oberfläche. Und ein Gregory kommt zum Handeln. Ah, der hat ein paar coole Sachen dabei, Freunde. Ein paar richtig coole Sachen. Ja, Kunststoff mache ich jetzt nicht so, aber hier Entspannungsmittel zum Beispiel. Und auch die neuen Lämpchen würde ich auch noch nehmen. Relativ günstig. Gewehrmunition. Na, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer, Freunde. Will ich eigentlich nicht so. Und ich würde dafür ein bisschen Fleisch raushauen. Und natürlich auch ein bisschen Wasser. Passt doch, oder? 4 Fleisch, 13 Wasser. Dafür kriegen wir noch ein bisschen Nägel. Das Ventil finde ich besonders gut. Entspannungsmittel und ein paar Glühbirnen. Kunststoff. Ja, können wir natürlich auch noch dazu nehmen. Warum denn nicht? Wir haben hier noch den einen Slot frei. Und dann ist das in Ordnung. Jawohl. Tipp, top, richtig nice. Wie sieht's jetzt aus? Ah, reicht noch nicht, ne? Das reicht auch nicht, ne. Reicht noch nicht für die Dusche. Schade. Mal gucken, ob wir jetzt... Hatten wir 3 Ventile? Ich weiß nicht mehr. 2 oder 3? Meine ich. Von daher bin ich gespannt auf jeden Fall. So, wir warten noch auf Cynthia. Und... Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Spitzenmäßig. Wir nehmen alles. Oh, Backe. Oh, shit. Das kann schon mal hier bleiben. Dann von mir aus... Ach, Scheibenkleister. Die Plastetüten lassen wir auch mal weg. Ach, das ist ja jetzt ein bisschen... doof. Ja, Kuscheltiere weg. 2 Transistoren weg. Und was ist mit den Scharnieren? Warum können wir die nicht? Wie viele Scharniere haben wir denn? 25 ist voll. Okay. Das würde ich auf jeden Fall nehmen wollen. Das Holz muss auch auf jeden Fall rein. Da gibt es ja überhaupt kein Vertun. Die Gasmasken auch auf jeden Fall. Spannungsmittel finde ich auch ganz gut. Boah, das Holz brauchen wir. Das ist ja auch ratzfatz recycelt. Fernseher recyceln wir auch. Das eine Scharnier ist nicht so schlimm. Und auch die 5 Sack Zement. Doch, die will ich eigentlich auch haben. 4 Sack. Wo ist denn der Zement? Sackzement! Ach so, ja okay, nee, 5 reichen. 5 ist okay. Die 5 Schrotthaufen hätte ich schon Bock drauf, auch ehrlich gesagt. Ja. Machen wir das so, obwohl wir die Steine natürlich... Ach so, dann... Kaffee. Haben wir extra zusammengesammelt. Kohle. Falls wir nochmal was bauen irgendwann zum Verheizen. Wir bauen eine große Kiste, das wird das nächste sein. Bringt ja hier nichts. Ist ja Quatsch alles. Also, noch die Kohle weg, Freunde. Steine rein zum Ausrüsten, zum Prügeln. Und dann ist das so okay. Ist ein Kompromiss halt, ne? Okay. Jetzt wird geduscht. Und das Spielchen beginnt von Neuem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Freunde. Während ich hier mit dem Lumi noch ein bisschen durch die Gegend laufe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.